begrüße Sie zu eLecture inklusive Pädagogik. Es geht heute um die geschichtlichen Aspekte inklusiver Pädagogik. Grundlage der folgenden Ausführung ist das Kapitel inklusive Pädagogik des Autoren Jörg Mußmann aus dem Buch Bildungswissenschaften für Lehramtsstudierende von Jan Böhm und Marion Döll. Mit Blick auf die Geschichte der Begriffe, auf die Begriffsentwicklung von der Heilpädagogik zur Sonderpädagogik lässt sich in der historischen Gesamtschau feststellen, dass sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Begriff der Sonderpädagogik als Bezeichnung für ein pädagogisches, praktisches und theoretisches, reflexives, erziehungswissenschaftliches Spezialgebiet durchgesetzt hatte, der die Theorie und die Praxis von Erziehung, Bildung und Unterricht für und mit Menschen mit Beeinträchtigung im schulischen Kontext als Gegenstand hat. Im Zusammenhang mit dem damaligen Ausbau des nach Behinderungsformen differenzierten Sonderschulwesens wurde das Fachgebiet in der Außenbeobachtung jedoch eher als eine Art Sonderschulpädagogik verstanden. Mit der Diskussion und Erprobung der ersten integrativen Schulmodelle, beginnend in den 1970er Jahren bis dann 1980er Jahre, gerät diese Bezeichnung der Sonderpädagogik, die missverstanden wurde, als eine Sonderschulpädagogik wieder zunehmend in die Kritik. Der begriffliche Verweis auf die Sondereinrichtungen, die der gleichberechtigten gesellschaftlichen Partizipation entgegenstehen, der schien nicht länger angemessen. Die Diskussion um die problematischen historischen Hintergründe der Sonderpädagogik mit ihrem Prinzip der Selektion und Separation, die setzen sich bis heute fort. Sie begannen in den 1970er Jahren und führten in den 1980er Jahren zu der von dem Autoren Eberwein als Paradigmenwechsel bezeichneten Entstehung des integrationspädagogischen Ansatzes. Bis dahin wurde der in der Pädagogik verwendete Begriff der Integration zunächst eher vornehmlich im Zusammenhang mit interkultureller Pädagogik im Kontext von Migration verstanden. Und erst ab den 70er Jahren stand er auch für Fragen und Theorieentwicklung für die gemeinsame Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Seitdem fungiert der Begriff der Integration im deutschsprachigen Raum als ein Merkmal alternativer reformpädagogischer Ansätze im Kontext der Erziehungswissenschaft und Schulpolitik und beschreibt zunehmend die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung. In der erziehungswissenschaftlichen Konzeptionierung und Entwicklung dieser Begriffssystematik bildete sich jedoch auch innerhalb der Integrationspädagogik, bildeten sich dort unterschiedliche, nämlich genau genommen zwei ganz konkrete unterschiedliche Ansätze heraus. Sie unterschieden sich im Wesentlichen durch die Radikalität hinsichtlich der schulpolitischen und auch schulstrukturellen Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben aus den theoretischen Überlegungen dieses Konzeptes der Integration in der Pädagogik, die, wie Kobi es zusammenfasst, ein Schweizer Autor, die bedingte Integration, die knüpft den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung an ganz bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel die Ausprägung der Beeinträchtigung oder auch die Bereitstellung räumlicher und personeller Ressourcen und auch knüpft sie auch an bestimmte Qualifikationen einzelner Lehrkräfte, die da sein müssen, die Qualifikation und die Lehrkräfte in den Schulen, die es einzelnen Schülerinnen und Schülern durch individualisierte Hilfen erst möglich machen, überhaupt am Unterricht teilhaben zu können und teilhaben zu dürfen. In dieser Konzeption wird der Integrationsbegriff, wie es von dem Schweizer Autoren Kobi beschrieben wird, banalisiert, da er auf die schlichte, organisatorische, pragmatische Umsetzung eines schlichten gemeinsamen Aufenthaltes, eines physischen Sichbefindens der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Beeinträchtigung in ein und demselben Klassenraum reduziert.
In diesem Konzept der bedingten Integration identifiziert einer der wichtigen Autoren, die seit Beginn der 2000er Jahre die Inklusionsbewegung maßgeblich vorangetrieben hat, Helmut Reiser war das, er identifiziert in diesem Konzept der bedingten Integration einen, wie er schreibt, unheilvollen Kreislauf der Abgabe der Zuständigkeit für Kinder mit Lern- und Entwicklungsproblemen an die Sonderpädagogik und die Abnahme der Verantwortung der allgemeinen Pädagogik, ohne dass das Schulsystem selbst und die Unterrichtskonzeption und deren besondere Veränderung, Adaptionen an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, die integriert sind, überhaupt kritisch überdacht wird. Die individualisierten Unterstützungen durch die Sonderpädagogen und Sonderpädagogen in den integrativen Settings umschreibt dieser Autor Reiser damit auch als eine Art von sonderpädagogischer Serviceleistung, wie ein Reparaturservice, der dann am Ende doch wiederum allzu oft in etwas mündet, was er die integrierte Selektion nennt. Also wieder die Unterscheidung zwischen Kindern mit und ohne Behinderung und damit auch wiederum die Separierung, die Differenzierung und damit auch Diskriminierung, also Unterscheidung in einem als Integration getarnten gemeinsamen Setting. Demgegenüber vertreten andere Autoren, Feuser ist hier zu nennen, Konzepte oder ein Konzept der sogenannten unbedingten Integration, dessen pädagogische Praktiken eben nicht an Personen oder institutionsspezifische Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, geknüpft sind, sondern er beschreibt das als ein, wie er sagt, existenzielles Grundrecht auf ein Mitsein, auf ein Dabeisein, auf die Teilhabe. Und dieses Recht ist in diesem radikaleren Verständnis von Integration unteilbar, mit dem Ziel, wie er schreibt, eine neue, nicht aussondernde, humane Pädagogik zu schaffen, mit der eine fundamentale Kritik an dem vertikal hierarchisierten, mehrgliedrigen Schulsystem, Mittelschule, Gymnasium, einhergeht, wurden die theoretischen und auch die konzeptionellen Grundlagen geschaffen für einen weiteren paradigmatischen Wechsel, der heute als inklusive oder Inklusionspädagogik bezeichnet wird. Dieser Wechsel wird von einem anderen zentralen Autoren, neben dem Autoren Reiser, Kobi oder Feuser, der die Integrationspädagogik vorangetrieben hat und auch die Diskussion der Inklusionspädagogik Anfang der 2000er Jahre mit maßgeblich geprägt hat. Das ist Alfred Sander, ein Autor, der beschreibt diesen Wechsel zur Inklusion als eine optimierte und umfassend erweiterte Integration. Inklusion soll damit also in einer ganz besonderen Weise die Akzeptanz und Wertschätzung von Unterschieden in der Schule betonen, wodurch neben Kindern und Jugendlichen mit Behinderung auch solche mit anderen Benachteiligungen und Benachteiligungsrisiken ins Blickfeld geraten, wie zum Beispiel aufgrund von Geschlecht, sozialer Herkunft, spezifischen Lebensbedingungen und oder Kultur. Der erziehungswissenschaftliche Autor Alfred Sander, einer der Autoren, die zusammen mit Helmut Reiser, Andreas Hinz beispielsweise, den Diskurs zur inklusiven Pädagogik ab Beginn der 2000er Jahre maßgeblich mit vorangetrieben hat, der spricht bei diesem Schritt von der integrativen Pädagogik zur inklusiven Pädagogik von einer erweiterten und optimierten Integration. Er sagt, Zitat von ihm, Integration sei, wenn behinderte Kinder mit sonderpädagogischer, also exklusiver Unterstützung allgemeine Schulen besuchen können. Inklusion sei, wenn alle behinderten Kinder wie auch alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und Förderansprüchen allgemeine Regelschulen, welche die Heterogenität ihrer Schüler schätzt und im Unterricht fruchtbar macht und als Normalität wertschätzt und akzeptiert, besuchen können. Er entwickelte zum besseren Nachvollzug eine Art von Modell, eine Modellbildung, um mit diesem Modell, dem Etappenmodell, wie er es nennt, diese Entwicklung besser nachvollziehen zu können. Und der
beschreibt diese einzelnen Etappen als die Etappe der Exklusion, Segregation, Integration zur Inklusion auf dem Weg des Übergangs oder des Eingehens in eine allgemeine Pädagogik. Als Exklusion wird oder von Exklusion wird gesprochen, wenn das Bildungssystem besondere Personen oder Personen, einzelne Personen grundsätzlich vom System der Erziehung und Bildung komplett ausschließt. Als Beispiel dafür sind zum Beispiel Kinder mit kognitiv-intellektuellen Beeinträchtigungen zu nennen, die im 18. Jahrhundert trotz der Schulpflicht, die 1717 in Preußen und 1774 in Österreich eingeführt wurden, gar keine Schulen besuchen durften. Arme Menschen, kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung wurden in Zucht- oder Arbeitshäusern gleichsam interniert und damit auch wirklich komplett vom allgemeinen Bildungssystem und damit auch der Gesellschaft abgetrennt. Die Etappe der Segregation beschreibt er als die Situation, die exklusiven Gruppen von Menschen Teilhabe an speziellen Erziehungs- und Bildungsprozessen gewährt. Also sie ermöglicht, aber nicht ermöglichen muss. Und dies, das ist das Entscheidende, an separierten, exklusiven Orten. Dies wären mit Blick auf die Geschichte in dem System der Sonderpädagogik, in der Geschichte der Institutionalisierung der Sonderpädagogik zum Beispiel, zu nennen, als stotternde Schülerinnen und Schüler 1883 erstmals in Braunschweig eingerichtete sogenannte Sprachheilkurse an Volksschulen besuchten oder auch das Waisenhaus, das wurde genannt Raues Haus in Hamburg für sozial marginalisierte Kinder und Jugendliche. Und grundsätzlich im weiteren Verlauf, in den Jahrzehnten danach, alle Sonderschulen. Die Etappe der Integration beschreibt, wenn zwischen Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf und ohne einen solchen differenziert wird, also im Hintergrund einer sogenannten Zwei-Gruppentheorie, also eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, denen ein Unterstützungsbedarf zugeschrieben wird und eine Gruppe, bei denen dies nicht der Fall ist. Und wenn diesen gewährt wird, die Aufnahme dieser Menschen mit besonderem Bedarf in das System der Erziehung und Bildung in allgemeine Regelschulen. Das Beispiel hier sind zum Beispiel zu nennen Kinder, denen durch ein exklusives sonderpädagogisches Gutachten ein sogenannter sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert wird und sie dadurch erst mit Unterstützung sonderpädagogischer Fachkräfte die allgemeine Regelschule besuchen dürfen. Als Etappe der Inklusion nennt Sander in diesem Modell, wenn die Verschiedenheit in den einzelnen Lerngruppen und in der Schulgemeinschaft als Normalität vorausgesetzt wird und das Recht auf Unterstützung in Lern- und Bildungsprozessen, in allen Lern- und Bildungsprozessen, nicht in dafür exklusiven, temporär eingerichteten Kleingruppen wie Sonderschulklassen, wenn also dieses Recht auf Unterstützung und Förderung für ausnahmslos alle Schülerinnen und Schüler vorausgesetzt wird. Und dies bezeichnet eben diese Abgrenzung zur Integration, weil dadurch die Förderung nicht abhängig gemacht wird von der dahinterstehenden Zwei-Gruppentheorie, also förderbedürftige und nicht förderbedürftige Kinder. Das Beispiel ist hier zu nennen, wenn alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse individualisierte Förderpläne erhalten, auf deren Grundlage alle Lehrkräfte in allen Fächern alle Lernprozesse begleiten und fördern. Sonderpädagogische Fachkräfte gehören damit obligatorisch zum Team einer Schule, einer allgemeinen Regelschule bzw. einer Klasse und gehören auch dienstrechtlich nicht mehr einer exklusiven, separaten Einrichtung wie einer Sonderschule an. Das Fernziel, das gesetzte Idealziel, das in diesem Etappenmodell genannt wird, ist das Überführen dieser Überlegungen der Akzeptanz und Wertschätzung von Heterogenität in der Schulgemeinschaft und in den Lerngruppen, das Überführen, das Eingehen in eine allgemeine Pädagogik. In diesem Stadium, in dieser Etappe, ist kein spezialisierter Reflexionsbereich mehr erforderlich, der zum Nachdenken über Heterogenität notwendig ist und keine exklusiven Bezeichnungen von Praktiken und Theorien mehr möglich ist. Erforderlich ist, also es gar nicht mehr notwendig ist, das zu erwähnen. Das ist so das ideale Fernziel sozusagen
dieses Etappenmodells, das Überführen der Forderung von Inklusion in eine allgemeine Pädagogik, dass diese Forderung überflüssig würde. Die Differenzierung der Konzepte integrativer versus inklusiver Pädagogik lassen sich noch einmal auf den Punkt bringen, in dem der Fokus des Ansatzes integrativer Pädagogik beschrieben werden kann als das integrationsfähige Subjekt. Das heißt, integrative Pädagogik fokussiert sich auf die Integrationsfähigkeit oder Integrationsunfähigkeit einzelner Personen, einzelner Individuen. Der qualitative Schritt, die qualitative Weiterentwicklung der Konzeption der inklusiven Pädagogik wird deutlich, indem herausgearbeitet werden kann, dass der Fokus hier auf der Konzentration, die Beobachtung hier auf dem System, also dem Interaktions- und formalen Organisationssystem Unterricht und Schule liegt und hier auf die gleichsam Integrationsfähigkeit eben dieser Systeme. Also wie können sich diese Interaktionssysteme Unterricht und das formale Organisationssystem mit all ihrer Bürokratie und all ihrer Organisation, auch Unterrichtsorganisation, adaptieren, anpassen an die Bedürfnisse, an die Bedarfe der einzelnen Schülerinnen und Schüler, also der einzelnen Subjekte. Also kurz unterschieden, Integration fokussiert das integrationsfähige Subjekt, das dann unterschieden wird in zwei Gruppen, die integrationsfähigen oder Berechtigten und die nicht integrationsfähigen oder nicht integrationsberechtigten, während hingegen die inklusive Pädagogik gar nicht mehr dieser Zwei-Gruppen-Theorie folgt und hier den Fokus erweitert auf das System, also auf die Bedingungen dieser Subjekte und die gleichsam Integrationsfähigkeit des Systems fokussiert. Es liegt also zugrunde eine systemorientierte, nicht mehr eine personenorientierte Perspektive auf institutionelle Risiken der Benachteiligung im Kontext Schule. Es wird also geschaut, wo treten Barrieren, wo treten Anforderungen, wo treten Erwartungen in dem System Schule und in dem Interaktionssystem Unterricht auf, die zu Benachteiligung auf dem Hintergrund der Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler führen kann. Das macht noch einmal deutlich, dass der Begriff der Inklusion, wie das auch der Autor Willmann skizziert hat, scheinbar gar nicht so sehr ihren Ursprung in der Erziehungswissenschaft und Pädagogik hat, sondern hier wird noch einmal klar die soziologische, die sozialwissenschaftliche Provenienz, der Ursprung dieses Begriffes aus der Betrachtung sozialer Systeme. Und Soziologie und Sozialwissenschaft fragt erstmal normativ nicht, was für die einzelnen Subjekte, also in diesem Fall Schülerinnen und Schüler, getan werden kann, damit es ihnen besser geht. Es beschreibt erstmal nur neutral, wer ist im System und wer ist nicht im System. Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, das ist eine fachwissenschaftliche Gesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum, teilweise auch in Kooperation mit einem österreichischen Verband in Österreich, beschäftigt auf beruflicher, auf wissenschaftlicher, auf Forschungsebene, auch mit solchen Fragen, generell mit Fragen der Bildungsforschung, der Erziehungswissenschaft, die hat 2017 Stellung genommen zu der Bedeutung dieses Begriffes der Inklusion und auch zu der Forderung inklusiver Pädagogik generell aus erziehungswissenschaftlicher und damit aus Forschungssicht. Und in dieser schriftlichen Stellungnahme, die publiziert wurde, beschreiben sie, dass aus, Zitat, erziehungswissenschaftlicher Sicht sich das Thema einmal a. als bildungs- und sozialwissenschaftlicher Impuls verstehen lässt, zweitens b. als ethischer Orientierungshorizont, der auf die Perspektive und das politische Engagement der Akteurinnen und Akteuren verweist und drittens c. als Diskursangebot, als Diskussionsangebot also für die Bündelung von Fragen der Bildungsgerechtigkeit sowie der Partizipation bedeutet. Es ist also keine normative Forderung aus wissenschaftlicher Sicht, sondern ein Diskussionsangebot und eigentlich erstmal nicht mehr als ein Impuls, um Diskussionen dann in dem Reflexionsbereich der Praxis, der Pädagogik und auch der Frage der methodischen Umsetzung und didaktischen Begründung zu begründen, Argumente dafür zu finden und zu schauen, was lässt sich denn da eigentlich umsetzen. Und damit zeigt sich auch, dass es in der
theoretischen, konzeptionellen, auch schul- und bildungspolitischen und philosophischen Rahmung dessen, was man unter inklusiver Pädagogik versteht, es unterschiedliche Argumentationslinien und Ebenen zu geben scheint, die sich scheinbar manchmal überlappen und gegenseitig stören, wenn wir solche Ebenen in den Blick nehmen, die ich gerade schon angesprochen habe, nämlich die Frage, was lässt sich denn praktisch umsetzen? Wie wird es didaktisch begründet? Und wie lässt sich wissenschaftlich auch begründen und belegen, was denn wirklich funktioniert? Die Autorin Textor, eine weitere erziehungswissenschaftliche Autorin, die sich einreihen lässt in die zentralen Autoren und Autoren der inklusiven Pädagogik seit Beginn der 2000er Jahre. Diese Autorin Textor, die differenziert daher auch in diesem Diskursangebot, wie es die DGFE mit Blick auf die Frage der Bedeutung und Relevanz des Begriffes Inklusion benennt, differenziert in diesem Diskursangebot vier unterschiedliche Argumentationslinien. Zum einen beschreibt sie die pädagogisch-psychologische bzw. die pädagogisch-empirische Argumentationslinie, die danach fragt, was funktioniert denn eigentlich? Diese Argumentationslinie orientiert sich an den Individuen, also an den Schülerinnen und Schülern und an der gesamten Lerngruppe und ihrer Heterogenität, für welche mit empirischen Befunden bessere Lern- und Entwicklungsprozesse in inklusiven Settings, zumindest aber weniger Benachteiligung, beschrieben werden sollen. Hier wird also gefragt, was funktioniert denn eigentlich? What works? Die bildungsökonomische Argumentationslinie, die sie davon differenziert, fokussiert die Kosten-Nutzen-Verhältnisse. Bei einer parallelen Struktur von Regelschulen und Sonderschulen, so nennen es hier eine 2013 erschienene und im deutschsprachigen Raum in Bildungspolitik und auch Erziehungswissenschaft recht, man kann sagen, aufsehenerregende Studie des Bildungsökonomen Klemm, der zu dem statistischen und mathematisch errechneten Ergebnis kam, dass eine Parallelstruktur von exklusiven, separaten Förderinstitutionen und Maßnahmen parallel zu davon getrennten allgemeinen regelschulischen Angeboten finanziell, bildungsökonomisch zumindest teurer ist. Daneben beschreibt sie die demokratieorientierte Argumentationslinie und diese Argumentationslinie beschreibt allgemein geltende moralisch-ethische und auch gesellschaftliche Zielvorstellung der aktiven Partizipation aller Menschen in einer demokratischen Lebensform. Und schließlich die menschenrechtsorientierte Argumentationslinie, die in Abgrenzung zur demokratieorientierten Argumentationslinie, die fragt, was sollte eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft sein, wenn wir von Menschen, jetzt mit dem Fokus auf Behinderung, wenn wir von Menschen und Schülerinnen und Schülern mit Behinderung sprechen. Davon abgrenzend fragt die menschenrechtsorientierte Argumentationslinie, was muss denn eigentlich sein? Diese menschenrechtsorientierte Argumentationslinie versteht Inklusion nicht nur wie im demokratieorientierten Argumentationsansatz als ein ethisches Gebot oder wie im pädagogisch-empirischen als grundsätzlich und technisch möglich, sondern als rechtlich zwingend. In enger Anbindung an die demokratieorientierte Argumentationslinie wird hier von der Prämisse ausgegangen, dass, wie Textor schreibt, eine menschenwürdige Gesellschaft jeder Person unabhängig von ihrer individuellen Situation gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden muss. Diese menschenrechtsorientierte Argumentationslinie geht über das Schulsystem, über die Frage, was lässt sich im Unterricht und in Schule umsetzen, hinaus und umfasst den Anspruch einer nicht mehr schulischen, sondern gesellschaftlich weitergefassten sozialen Inklusion in allen menschlichen, gesellschaftlichen, sozialen Bereichen, wie System der Wirtschaft, System der Hilfesysteme, auch das System der Politik, von denen der inklusive Unterricht und die inklusive Schule nur ein Aspekt ist, für deren Realisierung jedoch umfassende gesellschaftliche Veränderungsprozesse der leistungsorientierten Marktgesellschaft erforderlich sind. Im Rahmen dieser Argumentationslinie beziehen sich die Autorinnen und Autoren sowie die Akteurinnen und Akteure in Schulpraxis und Forschung auf geltendes positives Recht,
dass bereits im Grundgesetz, beispielsweise der Republik Deutschland, mit dem Passus, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf, das ist im Grundgesetz der Artikel 3, sich darauf bezieht, oder auch in Österreich durch den Artikel 7 der Bundesverfassung, nämlich hier geht es um die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens, das gewährleistet werden soll. Das ist da beschrieben als positives Recht bereits verankert und lässt sich dort in der Bundesverfassung bzw. im Grundgesetz so nachlesen. Und dieses Benachteiligungsverbot wurde allerdings erst durch eine entsprechende Grundgesetzänderung in Deutschland 1994, 3 Jahre später durch eine Verfassungsänderung auch in Österreich erreicht. In Deutschland liefen diese Veränderungen parallel zur sogenannten Salamanca-Erklärung der UNESCO, das war 1994, und zu den in Deutschland neuen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, das war 1994, mit denen das Primat, also die Vorrangstellung des gemeinsamen Unterrichts für alle Kinder festgelegt würde und die Loslösung der sonderpädagogischen Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung von der separaten, exklusiven Schulform der Sonderschule. Ziel dieser Richtlinie der Länder und der Konferenz dieser Kultusminister in Deutschland war es zu sagen, die sonderpädagogischen Unterstützungsangebote sind nicht mehr obligatorisch an die Institution Sonderschule gebunden, sondern sie folgen sozusagen den integrierten Schülerinnen und Schülern an die Regelschulen. Und das war auch die allgemeine, etwas unspezifischer formulierte Forderung in der sogenannten Salamanca-Erklärung der UNESCO 1994. Der Begriff der Inklusion selbst wurde in Deutschland erst seit 2000, an Beginn der 2000er Jahre ungefähr diskutiert und hier auch zunächst vorrangig in der Sonderpädagogik, also dem spezialisierten Gebiet der Pädagogik, die sich mit Schülerinnen und Schülern mit Behinderung konzentrierten. Obwohl eben dieser Begriff im Englischen bereits in der Veröffentlichung dieser Salamanca-Erklärung, dieser UNESCO-Erklärung von Salamanca, zur Verfügung stand und in der Übersetzung durch die UNESCO-Kommission in Österreich bei der deutschsprachigen Übersetzung auch bereits aufgegriffen wurde. Hier lässt sich in der deutschen Übersetzung der österreichischen UNESCO-Kommission von 1996 nachlesen, ich zitiere, wir glauben und erklären, dass Regelschulen mit dieser inklusiven Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen. Darüber hinaus gewährleisten integrative Schulen eine effektive Bildung für den Großteil aller Kinder. Das heißt, es bestand bereits die Möglichkeit, den Begriff und damit auch die konzeptionelle Neuüberlegung und die qualitative Weiterentwicklung von der integrativen zur inklusiven Pädagogik bereits 1996 in Österreich umzusetzen, zeigte sich aber schwierig in der Umsetzung, in dieser normativen Umsetzung, diese terminologische Unklarheit aus der Welt zu räumen, die bis heute zu einer Schwierigkeit, einer einheitlichen Definition führt im wissenschaftlichen Diskurs. Die zentrale Autorin dieser deutschen Übersetzung der UNESCO-Kommission damals, Petra Flieger hieß sie, die konstatierte daher auch im Vorwort, das hat sie 2010 publiziert, das Problem in dieser Übersetzung und sie schreibt, ich zitiere, ich überarbeitete die Übersetzung in Absprache mit Kollegen und Kolleginnen, die wie ich an der internationalen Bewegung für Inclusive Education interessiert waren. Es war uns klar, dass Integration nicht das bezeichnet, was mit Inclusion gemeint war. Da aber Mitte der 1990er Jahre der Begriff Integration noch nicht so verbraucht war, inzwischen teilweise ist, schien es keinesfalls bedenklich, ihn für den deutschen Text der Salamanca-Erklärer zu verwenden. Allerdings, auch knapp 10 Jahre später, wurde immer noch keine systematische Differenzierung vorgenommen. Es wurde zwar festgehalten, dass der Begriff Integration zunehmend den Begriff Inklusion abgelöst hat, aber 2003 formulieren Autoren wie Feirer und Prammer noch, ich zitiere,
Unter Integration haben wir schon immer das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten aller Menschen verstanden und der Begriff Integration in der bildungspolitischen Diskussion. Und da er immer noch aktuell ist, verwenden wir in diesem Buch beide Begriffe synonym. Wir sehen also mit einem Blick in die Geschichte, Nachzeichnen der geschichtlichen, wichtigsten geschichtlichen Aspekte, welche Schwierigkeiten und Bedingungen vorherrschten auf diesem Weg von der Exklusion über separate, segregierende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung hin zu einer inklusiven Pädagogik und die Schwierigkeit der begrifflichen, konzeptionellen und auch theoretischen Abgrenzung der inklusiven Pädagogik von der integrativen Pädagogik. Dies ist das Ende dieser E-Lecture. In der nächsten E-Lecture widmen wir uns dann konzentriert den theoretischen und konzeptionellen Aspekten dessen, was eine inklusive Pädagogik ist, und beleuchten auch dann im Anschluss Methoden der Umsetzung inklusiver Pädagogik.